Ich weiß noch, wie mich mein Kind zum ersten Mal gebissen hat. Ich stand in der Küche und hab abgespült und dann kam mein Kind von hinten und hat mir ins Bein gebissen. Ich habe echt super laut geschrien und aus Reflex nach hinten getreten, weil ich einfach nicht gerafft habe, was da gerade los ist und es einfach super weh getan hat. Mein Kind hat super geweint. Ich habe auch geweint, weil es echt weh getan hat. Und es tat mir total leid, dass ich ihn quasi getreten hatte und ich habe mich natürlich bei ihm entschuldigt. Aber ich muss sagen, dass ich auch noch echt sauer war, dass er mich gebissen hatte. Und ich habe dann auch mit einer Bekannten drüber gesprochen und sie meinte, dass ich ihn einfach zurückbeißen soll, dann würde er das nicht wieder machen. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass ich mein Kind definitiv nicht zurückbeißen möchte. Aber ich war trotzdem ein bisschen hilflos und ich wusste nicht so richtig, wie ich am besten auf so eine Situation reagieren soll. Und weil ich oft Fragen zum Thema Hauen und Beißen und Schubsen bekomme und ich generell das Gefühl habe, dass es so ein Thema ist, wofür sich Eltern eher schämen, also wenn ihre Kinder eben hauen oder schubsen oder was auch immer, dachte ich mache noch mal ein Video dazu. Bevor es losgeht, wenn ihr meine Videos mögt, dann abonniert super gerne meinen Kanal. Schaut auch mal in meiner Insta-Story rein. Ihr habt euch vielleicht gefragt, was mit der Kulisse los ist. Ich bin nämlich gerade bei meinen Schwiegereltern und in meiner Insta-Story kriegt ihr auf jeden Fall solche News immer mit. Ich weiß nicht genau, was damit los ist. Dieses komische Fake-Efeu fällt da immer von der Tür runter. Wir ignorieren das einfach. Das heißt, in meiner Insta-Story seid ihr immer komplett up to date. Kleinkinder haben noch keine Impulskontrolle. Die Amygdala, der Teil des Gehirns, der für die Emotionen verantwortlich ist, ist bei den Kleinkindern quasi der Teil, der die Steuerung übernimmt. Weil die Hirnrinde, die für Impulskontrolle zuständig ist, ist noch gar nicht richtig ausgereift. Wenn ihr schon mal Alkohol getrunken habt, dann könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie es sich anfühlt, ein Kleinkind zu sein, weil unter dem Einfluss von bestimmten Substanzen, zum Beispiel Alkohol, ist eben auch die Impulskontrolle vermindert. Und da übernimmt dann eben auch so ein bisschen die Amygdala, das Zentrum für Emotionen. Und ich meine, ich kenne es, die Erfahrung, dass man unter Alkohol manchmal Entscheidungen trifft, so aus einem Impuls heraus, die man dann am nächsten Tag so ein bisschen bereut. Aber man schafft es in dem Moment eben einfach nicht, die Emotionen zu unterdrücken oder nochmal vernünftig darüber nachzudenken. Nur, dass das Ganze bei Kleinkindern eben nicht an irgendwelchen Substanzen liegt, sondern dass es einfach ihr normaler Zustand ist, weil ihr Gehirn eben noch nicht weit genug entwickelt ist. Dazu kommt, dass gerade Kleinkinder sehr viele Dinge zum ersten Mal erleben. Eben auch sowas wie Emotionen. Also irgendwann kommt euer Kind oder euer Baby an einem Punkt, an dem es zum ersten Mal Wut empfindet. Und ich als erwachsene Person, die schon häufig Wut empfunden habe, kenne es trotzdem, dass wenn ich manchmal so richtig wütend bin, dass ich dann den Impuls verspüre, irgendwas durch die Gegend zu schmeißen oder irgendwelche gemeinen Sachen zu sagen. Diesen Impuls kann ich aber mittlerweile unterdrücken. Ich habe nämlich schon eine voll entwickelte Hirnreife und außerdem habe ich auch andere Strategien, um mit meiner Wut umzugehen, von denen ich weiß, dass sie mir auch helfen und außerdem weiß ich, dass die Wut auch wieder aufhört. Kinder haben diese Strategie noch nicht. Also wenn ich wütend bin, dann mache ich so oder stampf auf dem Boden oder atme mal tief durch. Kinder können das alles noch nicht. Die haben das ja noch nicht gelernt. Das müssen wir ihnen erstmal beibringen. Außerdem haben sie auch noch nicht gelernt, dass sie diese krassen Emotionen überhaupt durchstehen können, weil sie das ja vielleicht noch nie in ihrem Leben so sehr intensiv gefühlt haben. Stellt euch mal vor, ihr seid zum ersten Mal in eurem Leben richtig wütend. Wut ist generell so eine heftige Emotion. Man fühlt sich gleichzeitig auch traurig, vielleicht hilflos, verzweifelt. Und jetzt stell dir mal vor, du fühlst es zum ersten Mal in deinem Leben und du weißt nicht, dass diese Emotion wieder aufhören wird, weil das wissen Kinder nicht. Das muss sich so heftig anfühlen. Also kein Wunder, dass sich Kinder da manchmal irgendwie auf den Boden schmeißen und dann eben um sich schlagen oder vor Wut beißen oder was auch immer, um halt eben diese negative Energie irgendwie loszuwerden. Sie können auch eben diesen Impuls, eben dann um sich zu schlagen, einfach nicht unterdrücken, weil sie eben auch noch keine Impulskontrolle haben und gleichzeitig ihre Emotionen heftig krass überwältigend sind. Da ist es dann eben unsere Aufgabe als Eltern, unsere Kinder in ihren Gefühlen zu begleiten und ihnen gleichzeitig eben Strategien beizubringen, wie eben sowas wie auf dem Boden stampfen oder in ein Kissen brüllen oder schieben ist auch immer gut, dass man die Handflächen so hält und das Kind schiebt dann dagegen. Eben solche Dinge, damit das Kind eben lernt, dass es anders mit seiner Wut umgehen kann. Aber auch das ist ein Prozess und wird nicht von Anfang an funktionieren. Irgendwann lernen dann Kinder aber auch ihre Emotionen auch auszuhalten, beziehungsweise haben schon öfter die Erfahrung mit Wut und Frustration gemacht. Und je öfter wir ihre Gefühle begleiten, desto kleiner werden auch diese Gefühlsstürme, in denen sie eben zum Beispiel vor Wut
um sich schlagen. Aber je älter ein Kind wird, desto häufiger kommt es in soziale Interaktionen mit Gleichaltrigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich beobachte immer wieder Situationen auf dem Spielplatz, in denen sich Kinder irgendwie schubsen, hauen, gegenseitig Spielsachen wegnehmen und wo am Ende dann ein Kind weint. Und auch hier liegt es einfach oft an der fehlenden Impulskontrolle. Kinder können dann einfach den Impuls, diesen Konflikt eben nicht durch Schubsen oder Hauen oder was auch immer zu lösen, nicht unterdrücken. Zum anderen liegt es daran, dass gerade kleine Kinder auch generell noch sehr viel über Körpersprache kommunizieren, weil sie einfach noch nicht so gut sprechen können und sich dann auch oft nicht anders zu helfen wissen. Und irgendwie finde ich es auch ein bisschen logisch, dass sie noch nicht so richtig wissen, wie man auf einen Konflikt reagiert, weil Konflikte zu führen ist schon ein hochkomplexes Thema und dass ein Konflikt irgendwie konstruktiv geführt wird, das schaffen viele Erwachsene nicht mal. Ich meine, Hand aufs Herz, wer von euch hat nicht schon mal mit seinem Partner, seiner Partnerin gestritten und beide haben sich irgendwie getriggert gefühlt, es hat sich einfach hochgeschaukelt, die Emotionen sind übergekocht und es ist irgendwie ein krasser Konflikt geworden, obwohl es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, wenn man so ein bisschen rationaler rangegangen wäre. Menschen sind eben einfach emotionale Wesen und zum Glück sind die meisten Erwachsenen hoffentlich dazu in der Lage, Konflikte nicht mehr mit Gewalt zu lösen. Aber ich meine, man kann ja auch verbal ganz schön austeilen. Und das, obwohl wir eigentlich im Laufe unseres Lebens gelernt haben sollten, wie man Konflikte führt. Also ich will damit sagen, auch wir lassen uns in großen emotionalen Momenten manchmal von unserer Amygdala leiten, was bei Kindern eben zum einen sowieso schon vorherrscht und zum anderen haben sie noch nicht mal gelernt, wie man Konflikte führt. Sie haben also gar keine Ideen für Handlungsalternativen, wenn es ihnen noch nie jemand gesagt hat. Und sie sind auch allein von ihrer Hirnentwicklung bis zu einem bestimmten Alter zum Beispiel gar nicht dazu in der Lage, überhaupt Empathie zu empfinden oder sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. Also Empathie können Kinder zum Beispiel erst mit circa 3 Jahren und Perspektivübernahme erst mit circa 4 Jahren. Aber ich denke, der größte Punkt, der dann eben dazu führt, dass wir uns im Erwachsenenalter nicht mehr gegenseitig eine Schaufel überziehen, ist eben, dass wir im Umgang mit anderen Menschen gelernt haben, wie sozial konformes Verhalten funktioniert. Und das müssen unsere Kinder eben auch. Sie müssen einfach bestimmte Erfahrungen sammeln und dann eben daraus lernen. Und am besten lernen Kinder soziale Kompetenzen mit Gleichaltrigen, weil die eben auch ein sehr direktes und natürliches Feedback auf ihre Verhaltensweisen geben. Wenn mein Kind in einem Gefühlssturm steckt und mich deshalb irgendwie haut, dann fange ich erstens normalerweise nicht an zu weinen und zweitens haue ich auch nicht zurück. Wenn mein Kind einen Konflikt mit einem anderen Kind hat, dann passiert normalerweise eins oder beides dieser Dinge. Es ist also gar nicht so schlecht, wenn Kinder auch mal die Erfahrung machen, was ihr Verhalten auslöst bei anderen Kindern. Ich persönlich bin aber auch nicht so richtig ein Fan davon, Kinder immer einfach nur machen zu lassen und zu sagen, ja, die regeln das schon unter sich. Weil das führt dazu, dass schwächere Kinder eigentlich immer im Nachteil sind und das auch sehr stark an ihrem Selbstwert sozusagen kratzen kann. Und Kinder lernen daraus auch nicht so richtig was, wenn sie sich einfach nur gegenseitig die Schaufeln aus der Hand ziehen oder sich schubsen oder was auch immer, außer dass halt die stärkere Person gewinnt sozusagen. Deshalb Helikoptermutter-Alarm. Ich persönlich begleite die Konflikte meiner Kinder gerne. Und das kann am Anfang, wenn ein Kind gerade erst anfängt, mit anderen Kindern zu interagieren, auch manchmal ganz schön anstrengend sein. Wenn ich gemerkt habe, dass mein Kind zum Beispiel fremdes Spielzeug haben möchte, bin ich immer zusammen mit meinem Kind zu dem anderen Kind hingegangen. Wir haben gemeinsam gefragt, ob unser Kind das ausleihen darf. Wenn nein, haben wir was zum Tausch angeboten. Wenn wieder nein, habe ich mein Kind genommen, die Gefühle begleitet, gesagt, hey, so ist es manchmal. Kinder wollen eben nicht immer teilen. Du willst auch nicht immer teilen. So. Natürlich konnte und wollte und habe ich nicht jeden Konflikt vermieden, aber es hat eben dazu geführt, dass mein Kind mittlerweile eben mit anderen Kindern spricht, akzeptiert, wenn ein anderes Kind nicht teilen möchte, die Tauschalternative macht und eben diese ganzen Handlungsschritte selbst durchgeht, ohne eben den Konflikt körperlich zu lösen und das einfach auch akzeptieren kann, wenn andere Kinder Grenzen setzen. Gleichzeitig hat unser Kind gelernt, Nein oder Stopp zu rufen, wenn ein anderes Kind eben seine Sachen einfach wegnimmt oder irgendwas macht, was er eben gerade nicht möchte. Und er hat gelernt, dass er mich immer um Hilfe bitten kann, wenn es zu einem Konflikt kommt und ich ihm eben dann bei der Lösungsfindung quasi helfe. Für mich persönlich hat das Helikopterdasein an dieser Stelle sehr viel Erleichterung gebracht, weil ich jetzt eigentlich weiß, dass sich mein Kind auf dem Spielplatz anderen Kindern gegenüber in der Regel nicht übergriffig oder gewalttätig verhält. Aber das funktioniert nicht immer und es funktioniert vor allem nicht auf Anhieb. Kinder müssen es eben lernen und manchmal fühlt es sich an, als würde man es zum 1000. Mal sagen und beim Kind würde einfach nichts ankommen. Aber es kommt irgendwann an. Kinder müssen es halt nur erstmal verinnerlichen.
So viel zur Theorie. Ich muss sagen, solange wir nur ein Kind hatten und es nur diese Situation auf dem Spielplatz hin und wieder mal gab, war das alles noch sehr easy. Weil so viele Konflikte gab es dann auch wieder nicht auf dem Spielplatz und das mit den Wutanfällen, das hält sich ja auch alles im Rahmen, beziehungsweise wird dann auch immer besser und so weiter. Aber dann kam halt Kind Nummer 2. Und Kind Nummer 2, also das Baby war 6 Wochen alt, da hat das große Kind dem kleinen Kind zum ersten Mal richtig dolle auf den Kopf gehauen. Das erste von vielen Malen, irgendwie das Baby zu hauen, wurde so ein bisschen das neue Hobby vom Kleinkind. Und es war dann auch wirklich so, dass wir die Kinder nicht alleine irgendwie in einem Raum lassen konnten, weil wir uns einfach nicht sicher sein konnten, ob das große Kind dem kleinen Kind auf irgendeine Art und Weise wehtut. Da habe ich auch gemerkt, wie heftig tief diese Glaubenssätze stecken, von wegen, wenn mein Kind ein anderes Kind haut, dann habe ich es als Eltern nicht im Griff, habe versagt und ja, mein Kind wird später bestimmt zu einem richtig heftigen Gewalttäter und ist jetzt schon ein Tyrann. Aber irgendwie muss man sich emotional dann so ein bisschen davon distanzieren, damit man das Kleinkind nicht als brutalen Straftäter sieht, sondern eben einfach als Kleinkind, was gerade intensive Gefühle durchmacht. Ein Kind, was gerade ein Geschwisterchen bekommen hat, geht nämlich durch eine kleine Krise. Es empfindet Trauer, so eine Art Liebeskummer, um eben die Exklusivzeit mit den Eltern. Und es ist gerade für ein sehr kleines Kind, also für ein Kleinkind, auch sehr schwer, dass das Baby so viel Zuwendung und so viel Zeit bekommt, weil Kleinkinder eben auch noch sehr stark auf die Hilfe von ihren Bezugspersonen angewiesen sind. Natürlich ist es nicht okay, wenn das Kind das Baby haut. Und ich finde da in erster Linie auch super wichtig, dass man einfach wirklich darauf achtet, dass es gar nicht erst zu solchen Situationen kommt. Aber wenn es dann eben passiert, dann die Kinder auseinandernehmen, dem Kind sagen, das ist nicht okay, dass du das machst, aber eben nicht mit Bestrafung oder sozialem Ausschluss reagieren, weil das Kind eben schon in dieser Krise steckt. Und wenn ich jetzt das Kind auch noch dann bestrafe und aufs Zimmer schicke und was auch immer, dann verstärkt sich diese Krise nur, weil das Kind damit ja eigentlich kommuniziert, hey Mama, ich bin gerade richtig traurig, weil ich das Gefühl habe, du hast mich nicht mehr lieb. Und wenn ich mein Kind dann aufs Zimmer schicke, dann verstärkt sich diese Emotion logischerweise. Die Gefühle der Wut und Trauer gehen halt einfach mit der Zeit zurück, vor allem wenn man eben mit Verständnis reagiert, das begleitet und dem Kind eben immer wieder rückversichert, hey, wir lieben dich immer noch und wir wollen dich jetzt nicht abgeben, nur weil wir ein anderes Kind haben. Das Ganze nennt sich übrigens nachgeburtliche Geschwisterkrise. Wenn ihr das Thema interessant findet, dann kommentiert mal gerne, ob ich dazu nochmal ein separates Video machen soll. Gerade wenn Geschwister schon älter sind, dann kommt es ja generell auch zu sehr vielen Konflikten und da ist es als Elternteil echt super krass wichtig, keine Partei zu ergreifen. Das heißt, ich kneife mir solche Sätze wie der Klügere gibt nach oder du bist älter, du solltest es schon besser wissen. Als Elternteil sollte man Konflikte unter Kindern einfach nur moderieren. Das heißt, ich begleite den Konflikt, wir gehen das Schritt für Schritt durch und ich zeige meinen Kindern Lösungswege auf oder helfe ihnen, Lösungswege zu finden oder begleite eben Gefühle, wenn es keine Lösung zu finden gibt. Weil wenn ich Partei ergreife, weil ich eben denke, ja, das eine Kind ist viel schwächer oder was auch immer, dann führt das eben nur noch mehr zu Rivalitäten, weil das Kind, für das ich keine Partei ergriffen habe, sich dadurch automatisch weniger geliebt oder zurückgestellt und vor allem nicht gesehen und akzeptiert fühlt in seinen Emotionen. Natürlich benenne ich Fehlverhalten trotzdem, also ich sage, hey, ich finde es nicht okay, dass ihr euch gegenseitig haut. Wenn ihr einen Konflikt habt, dann kommt bitte zu mir, dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Und manchmal gibt es eben auch einfach keine Lösung. Manchmal muss das eine Kind eben den Frust aushalten, dass das andere Kind das Spielzeug jetzt gerade nicht abgeben möchte. Dann ist es eben meine Aufgabe als Elternteil, diese Gefühle einfach zu begleiten, diesen Frust mit dem Kind gemeinsam durchzustehen. Im Endeffekt können wir auch im späteren Leben nicht immer alles haben, was wir wollen und Frust auszuhalten und eben zu lernen, dass man nicht immer alles haben kann, ist auch einfach eine wichtige Entwicklungsaufgabe für Kinder. Ich denke, das Wichtigste, was man als Elternteil niemals vergessen sollte, ist, dass jedes Verhalten Kommunikation ist. Es ist einfach unsere Aufgabe als Bezugsperson herauszufinden, was gerade das Problem ist und dem Kind dann je nachdem entweder eine Strategie beizubringen oder die Bedürfnisse des Kindes auf eine Art und Weise zu erfüllen. Also ist es zum Beispiel, dass unser Kind einfach noch keine andere Kommunikationsstrategie hat, kann es vielleicht den Impuls gerade nicht unterdrücken oder ist das Kind vielleicht irgendwie überreizt oder hat ein anderes emotionales Problem oder ist in einem anderen emotionalen Notstand. Wie zum Beispiel in der Geschwisterkrise oder zum Beispiel, wenn Kinder vom Kindergarten in die Schule kommen. Also dieser Übergang, der ist für viele Kinder schwer. Da machen sie dann auch oft so eine Phase durch, in der es ihnen einfach nicht so gut geht. Und da müssen wir sie einfach auch durch begleiten. Und das kann dann auch sein, dass das Kind dann irgendwie in der Zeit wieder häufiger haut oder
keine Ahnung, Schimpfwörter benutzt oder was auch immer. Und da hilft es dann, wie gesagt, auch nicht, das Kind für dieses Fehlverhalten zu bestrafen, weil das quasi nur die Spitze des Eisbergs ist. Und das, was da drunter liegt, geht ja nicht einfach weg, wenn ich mein Kind eben aufs Zimmer schicke oder Hausarrest gebe oder was auch immer. Im schlimmsten Fall verstärkt es dann dieses Fehlverhalten einfach nur oder die Kinder werden dann wirklich verhaltensauffällig. Ob Kinder generell gut Impulse unterdrücken können, hängt zum Beispiel auch stark damit zusammen, in was für einer Verfassung sie gerade sind. Also wenn ein Kind zum Beispiel stark überreizt ist, dann fällt es ihm auch automatischer schwer, Impulse zu unterdrücken. Das ist bei uns Erwachsenen zum Teil übrigens auch noch so, weil Stress die Impulskontrolle generell hemmt, weil es unter Stress früher immer sehr wichtig war, dass man schnell handeln konnte und dann eben impulsiv handeln konnte. Das heißt, wenn eure Kinder generell unausgeglichen sind, zum Beispiel wenn ein Kind sich normalerweise immer super auf dem Spielplatz verhält, schon richtig gut Konflikte lösen kann, auf einmal wieder anfängt zu hauen oder sowas, dann ist es ein ganz gutes Zeichen, dass das Kind jetzt vielleicht einfach überreizt ist und eigentlich seine Ruhe braucht. Das heißt, da wäre dann die beste Lösung, dass ich sage, okay, wir packen jetzt zusammen und gehen. Weil der Wunsch vom Kind ist vielleicht jetzt noch auf dem Spielplatz zu bleiben, aber das Bedürfnis ist eben ein anderes. Das ist dann auch keine Strafe für das Verhalten vom Spielplatz zu gehen, sondern einfach nur ein achtsamer Umgang mit den Bedürfnissen eures Kindes. Natürlich sagt ihr dann nicht, du kannst dich nicht mehr benehmen, deshalb gehen wir jetzt, sondern ihr sagt halt, hey, ich merke, dass es dir langsam zu viel wird, dass du jetzt deine Ruhe brauchst und ich verstehe, dass du gerne noch hier bleiben würdest und dass sich das traurig macht, aber wir gehen jetzt eben trotzdem. Im Endeffekt ist es total normal, dass ein Kind mal phasenweise vielleicht auch haut, schubst, was auch immer, weil es einfach eine Art und Weise ist, für Kinder zu kommunizieren. Natürlich gibt es Kinder, die das gar nicht machen oder ganz selten machen. Natürlich gibt es Kinder, die das sehr häufig machen oder für die das eben die bevorzugte Art zu kommunizieren ist. Das ist einfach auch total charakterabhängig und ganz unterschiedlich. Alles davon ist normal. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr da dann souverän drauf reagiert, eure Kinder eben gut begleitet, ihnen andere Strategien beibringt und ihnen eben beibringt, wie sie dann quasi sozialkonform in solchen Konflikten reagieren können. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne mal ein Like da, abonniert meinen Kanal und kommentiert mal, wie ihr auf solche Situationen reagiert und wie ihr euch vielleicht auch damit gefühlt habt, als euer Kind euch zum Beispiel zum ersten Mal gehauen hat. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.